Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Mein heutiger Gast ist die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin und eben dieses Parlament wurde jetzt neu gewählt. Ich grüße Sie, Frau Vollmer. Ja, guten Tag. Wie zufrieden sind Sie jetzt mit der Zusammenstellung im Parlament? Ja, ich bin natürlich nicht zufrieden, aber ich bin überhaupt nicht so schockiert wie viele Leute. Ich finde, dieses Ergebnis ist auch eine gewisse ehrliche Bilanz dafür, dass wir die letzten 4 Jahre eigentlich keine relevante Opposition im Parlament hatten und deswegen auch keine wirkliche politische Alternative zur Wahl stand. Und deswegen müssen die, also noch was möchte ich sagen, Rot-Grün ist erwiesen als illusionäre Machtperspektive. Rot-Grün hatte mal eine Mehrheit in einer besonderen Situation. Man konnte vielleicht auch 2005 noch sagen, man versucht es, da war die SPD annähernd so stark wie die CDU. Aber seitdem ist eigentlich die Einschätzung, die Linken würden verschwinden, illusionär. Und deswegen ist auch eine reine rot-grüne Machtperspektive illusionär. Das ist ein sehr hartes Urteil. Auf die Grünen kommen wir noch zu sprechen, da kommen wir nicht drum herum. Aber die Oppositionspartei, die SPD, also die können nach großer Koalition, nach Opposition, die können keine Siege einfahren. Was machen die falsch? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie nicht verstanden haben, 2005, dass man mit einem wirklich neuen an einem wirklich neuen Konzept arbeiten muss. Ich gehe mal ein bisschen in der Geschichte zurück. Von Horst Ehmke weiß ich, als die sozialliberale Koalition mit Willy Brandt antrat, da hatten die die Konzepte in der Schublade und haben gesagt, wir nehmen die, legen die auf den Schreibtisch und wenn wir nur 2 Jahre regieren würden, wollen wir diese Republik verändert haben. Ähnlich war es auch bei Rot-Grün. Da waren die Konzepte 1989 schon fertig. Das hat dann die deutsche Einheit und die Strategie von Kohl verhindert. Aber immerhin 1998 hatten wir noch diese Konzepte. Aber jetzt ist eine völlig neue Situation. Man muss auf die Euro-Krise, man muss auf die Armutsfrage, man muss auf den Krieg gegen den Terror mit neuen Konzepten kommen und kann nicht dasselbe in dieselbe Richtung marschieren wie die Regierung. Das ist, finde ich, interessant, wie das gekommen ist. Denn wenn man mal genau zurückguckt, und das ist auch bitter, hatten wir nicht eine Regierung, die sich auf die neue Zeit, also eine Regierungsperspektive, die sich auf die neue Zeit vorbereitet hat, sondern wir hatten faktisch 8 Jahre lang eine rot-grüne Regierung in Abwicklung mit demselben Personal. Steinbrück, Steinmeier, Trittin, sie kamen ja alle aus der alten Regierung und diese Hoffnung, dass man ungefähr in derselben Personalunion mit denselben Konzepten nochmal einen Sieg einfahren könnte, die muss jetzt vorbei sein. Und dann finde ich das immer spannend, wenn man auf dem Boden der Wirklichkeit landet und anfängt, neue Konzepte zu machen. Das ist auch politisch kreativer. Ich habe eine Sommerpause gemacht, statt Politiker zu interviewen. In diesem Wahlkampf, weil ich wirklich gesagt habe, die bringen nicht die Themen, über die diskutiert werden sollte, meiner Meinung nach. Sie haben jetzt einige angesprochen. Wo waren diese Themen im Wahlkampf? Krieg gegen den Terror oder Syrien oder die Überwachung und so weiter. Wo war das? Die waren immer in der Vorsichtsschleife. Weil, nehmen wir mal NSA, dann konnte gefragt werden, ja, da hat doch irgendwas mit Herrn Steinmeier angefangen, damals nach 2002. Nehmen wir Agenda 2010, man konnte keine neue Offensive gegen die Armut machen, weil teilweise diese neue Armut ein Ergebnis der Agenda 2010 ist und so weiter. Krieg gegen den Terror, meiner Meinung nach, ist unabdingbar, dass man sagt, dieser Krieg mit dem Terror, mit dem, was er auch an völkerrechtlichen Laxheiten und Veränderungen gebracht hat, der muss offiziell beendet werden und man muss anfangen mit einem Konzept des Dialogs mit dem Islam.
mit den positiven Kräften. Alle solche Dinge muss man ja konzeptionell erstmal vorbereiten. Wenn man aber die Leute hat, die aus den alten Strategien kommen, ist das nicht ganz einfach. Das trifft, finde ich, die Grünen haben ja jetzt ziemlich radikal Tabula Rasa gemacht und werden sich, glaube ich, auf eine neue Situation einrichten. Aber in der SPD sehe ich das noch nicht. Und nun will ich aber sagen, das ist jetzt nicht mit Schadenfreude. Mir tut das richtig weh, so eine alte Arbeiterpartei, 150 Jahre alt, mit so einer wichtigen Geschichte, die eine ganz stabile, pazifistische Flügel immer hatte, die eigentlich unerschütterlich war in der sozialen Frage. Ich will, dass die bleiben, aber die müssen ihre Lage auch wirklich erkennen und müssen sich auch neue Personen suchen. Wenn man jetzt mal die letzte Zeit zurückguckt, wo hat es denn eigentlich angefangen? Dann finde ich, vielleicht konnte man sich 2005 noch irren, aber 2007, 2008 hatte Andrea Ypsilanti 36,7% nur 0,1% weniger als Roland Koch. Also die waren auf Augenhöhe. Und in der Situation erlaubt man ihr nicht, diese Mehrheit auch zu realisieren, wegen dieser Übermoralisierung der Frage der Beteiligung der Linken. Da muss man doch an dem Machtinstinkt so einer großen Partei zweifeln. Warum sind sie da so in die Knie gegangen? Das war doch ein frischer Wahlkampf, das war ein leidenschaftlicher, da waren unheimlich viele junge Leute. Die Gegner saßen in den bürgerlichen Medien. Spätestens ab der Zeit ist die FAZ ein richtiges Kampf- und Kampagnenblatt geworden und hat das übermoralisiert und hat gesagt, an dem Wortbruch ist sie gescheitert. Sie ist nicht an dem Wortbruch gescheitert, sondern an einer Partei, auch in Berlin, aber auch in Hessen, die ihr nicht ermöglicht hat, vor der Bevölkerung gut zu erklären, warum man jetzt das machen muss, was man immer nach Wahlen machen muss, nämlich die Stimmung der Bevölkerung berücksichtigen. Sie haben jetzt die Situation da in Hessen beschrieben. Wir haben eine ähnliche jetzt. Ich habe jetzt Sarah Wagenknecht kürzlich sagen hören, ihr könnt ja gut verhandeln, aber jetzt haben wir eine Mehrheit, lasst uns wenigstens in dieser Phase mit der Mehrheit einen Mindestlohn beschließen im Bundestag. Es gibt diese Mehrheit, sie gehören zu den wenigen, die das für realistisch hält und ausspricht. Woher kommt dieses Tabu? Ja, das waren die Nachwirkungen der Auseinandersetzung mit dem Kalten Krieg und die Nachwirkung dessen, dass eben eine Seite absolut gesiegt hat und von der anderen nichts bleiben konnte. Das hat ja auch ein gewisses Verständnis. Nur, ich würde sagen, 2005 wussten wir doch bereits, dass ganz große neue Themen auf dem Tisch der Republik liegen. Und konnten wir auch schon, und insbesondere 2008, konnten wir auch schon sehen, dass man wieder gegensteuern muss gegen bestimmte Auswirkungen der Agenda 2010. Und da ist dieses, wir hatten doch Recht und wir wollen auch Recht behalten, also das hilft jedenfalls so einer großen Partei dann nicht mehr weiter. Im Moment, und was man auch noch sehen muss, die SPD und eine linke Mehrheit hat in dieser Republik, in den Medien keine Fürsprecher. Also da müssen sie doch gar nicht hoffen, dass sie, wenn sie bei denen Weihrauch wedeln, dass sie da irgendeine Art von Anerkennung bekommen. Eine neue Konstellation muss man anders aufbauen über die Stimmung in der Partei, über den Kampfeswillen der Leute und auch wieder über Demonstrationen auf der Straße. Also eine andere linke Perspektive hat sich noch nie allein über Medienzustimmung der aktuellen Medien erzeugt. Das muss anders laufen. Also laut einem Stimmungsbild, das ich gestern gehört habe, ist es sogar so, dass die Basis der SPD und auch der Grünen aufgeschlossen ist einer Koalition mit der Linken gegenüber. Sie haben gesagt, es gibt in den Medien keine Fürsprecher. Hat es in der Antje Vollmer eine Fürsprecherin, so eine Konstellation? In Antje Vollmer gab es immer verschiedene Konstellationen. Ich halte mich
gerade in Machtperspektiven überhaupt nicht für eine Ideologin. Es gab auch Zeiten und gibt es immer noch, wo ich auf Länderebene, wenn man die richtigen Leute hat, eine schwarz-grüne Perspektive sehr interessant fände. Aber auf Bundesebene, nach so einer langen Herrschaft Angela Merkel, finde ich das verfehlt. Und das wäre auch bei den Grünen überhaupt nicht vorbereitet. Und es hätte auch kein Konzept. Denn das ist nicht möglich, dass eine Partei dreimal wiedergewählt wird mit eigentlich ein und demselben Konzept. Und dann man hinterher sagt, jetzt tun wir ein neues Stück Zucker in den Kaffee und dann wird es irgendwie ein anderes Getränk. Ich glaube, das klappt nicht. Von daher, ich finde ja immer, ein Land braucht eine gute Regierung. Aber fast noch wichtiger dafür, dass es nach vorne geht, ist, dass es eine gute Opposition hat, die alles das im Blickpunkt hat, was die Regierung mit ihrem Tunnelblick von oben und mit ihrer ständigen Beachtung der tagespolitischen Schlagzeile nicht so sehen kann. Hätten Sie gedacht, Anfang der 90er, dass wir mal einen Punkt erreichen? Also im Moment schaut es nach einer großen Koalition aus. Hätten Sie gedacht, dass es eine Perspektive zu einer großen Koalition gibt, wo Gregor Gysi der Oppositionsführer wird? Ja, das ist sehr lustig. Gregor Gysi oder Sarah Wagenknecht werden dann als Erste auf Angela Merkel antworten. Nein, das ist ja, ich halte das auch noch nicht für gegessen. Also natürlich, das öffentliche Trommeln geht in dieser Richtung, insbesondere auf die SPD in dem Sinne, diese große Partei muss doch wieder Verantwortung für das Land übernehmen. Aber ich glaube, dass die SPD an der Basis kocht. Und dass die Leute das einfach nicht mehr wollen. Und auch ein Blick nach Österreich oder in unsere Nachbarländer zeigt ja, dass große Koalitionen die Gesellschaft lähmen und deswegen auf Dauer auch nicht demokratiefreundlich sind. Und deswegen denke ich, dass die tatsächlich jetzt echt verhandeln und auch mit Härte verhandeln. Und darauf reagiert ja die Strategie der CDU, die denn jetzt besonders viele Liebesbriefe an die Grünen schreibt, wie Herr Beckmann an Claudia Roth. Das kann man doch sehr schnell entziffern. Das heißt, die wollen den Preis der SPD in den Verhandlungen kleiner machen und sagen, wir haben doch noch eine Alternative. Ich glaube, die wirkliche Alternative wäre eine Minderheitenregierung. Sie entspricht ehrlich gesagt auch am meisten dem Wählervotum. Und Angela Merkel kann zur Kanzlerin gewählt werden. Das Volk hat sie gewählt. Also dem kann doch niemand widersprechen. Aber sie muss einmal mal für das stehen, was sie entscheidet und nicht immer jemand haben, auf den sie die unangenehmen Seiten ihres Regierens abwälzen kann. Und sie braucht eine Opposition. Und ich frage mich ernstlich, ob eine starke SPD, die sich neu orientiert, nicht mehr Einfluss haben kann, also wenn wir eine starke Opposition im Parlament haben, als eine, die auf die Hälfte zusammengeschrumpft, mit demselben Personal wie früher, gedemütigt, dann im Kleinkrieg, im Kabinett, so dass die Öffentlichkeit das gar nicht mitkriegt und auch nicht mobilisiert werden kann, ihre Bedenken vorträgt. Ich finde, das soll man sich ernstlich überlegen. Und das ist keine Instabilität für das Land. Also in den großen Fragen haben SPD und Grüne ja in der Vergangenheit für meine Begriffe fast zu viel mitgetragen, was die Regierung hat. Aber das heißt also, die sind stabil europäisch, die sind stabil bündnistreu. Also wo soll da das Risiko liegen? Ich glaube, die Bevölkerung würde aufatmen, wenn sie endlich mal wieder strittige, in die Tiefe gehende Dialoge hätte. Und zwar über die großen Fragen. Vermissen Sie die? Ich vermisse die absolut. Es gibt ganz viele Dinge, wo ich denke, das ist doch jetzt wirklich nicht das Wichtigste. Also zum Beispiel muss man die Frauenfrage mal auf die Füße stellen. Es ist nicht das Wichtigste, ob noch Frauen in irgendwelche Spitzenpositionen kommen. Da werden sie früher oder später sowieso landen, nachdem sie eine Kanzlerin gestellt haben.
Aber absolut wichtig ist diese Menge von alleinerziehenden Frauen mit ihren Kindern, die so in die Armutsfalle fallen. Oder nehmen wir die Euro-Frage. Warum diskutiert niemand, dass es Sonderwirtschaftszonen für die Länder geben muss, die definitiv nicht mit uns konkurrieren können? Und beispielsweise auch Parallelwährungen, das sind doch alles Ideen, die gab es schon nach der großen Weltwirtschaftskrise 1930, die sind doch noch irgendwo im Land vorhanden. Warum tauchen sie in den Parteien überhaupt nicht auf? Warum kein Konzept, Fortsetzung der Entspannungspolitik, die ja den Kalten Krieg letztendlich beendet hat, gegenüber allen anderen Gerüchten, jetzt Fortsetzung der Entspannungspolitik in Bezug auf Dialog mit dem Islam und auch Entspannungspolitik mit den Ländern, die deutlich nicht ganz unseren westlichen Weg gehen wollen. Warum müssen wir die immer so moralisch attackieren? Also ich glaube, da gibt es ein ganzes Arsenal von anderen Konzepten. Das wäre gut, wenn die endlich mal im Parlament auftauchten. So, jetzt muss ich ein bisschen spitzfindig sagen, wäre es nicht auch gut, wenn es mal bei den Grünen auftauchte? Das ist wahr. Das ist wahr und die Chancen stehen doch gar nicht so schlecht. Also auch die Grünen brauchen innere Freiheit, mehr, intensiver, auch risikoreicher zu diskutieren. Die Chance ist aber jetzt nicht so schlecht, weil wir ja nun auch ganz sichtbar gesagt haben, mit unserer alten Methode haben wir die Leute nicht mehr erreicht. Wir sind auf unsere Kernwählerschaft reduziert. Dankbar kann aber eine Partei sein, wenn man an die FDP denkt, wenn sie wenigstens eine Kernwählerschaft von 8,5% hat. Die sind uns ja noch treu, aber die erwarten auch was und die erwarten neue Konzepte und ich glaube, sie erwarten in der Machtperspektive Wahlfreiheit. Also das würde ich auch sagen, wir müssen uns in diesen nächsten 4 Jahren erreichen, dass man wählen kann. Wenn die SPD sich berappelt mit einer rot-grünen Konzeption, wenn da wirklich Ideen kommen, wenn da Bewegungen in der Bevölkerung kommen, dann sollte es eine rot-grüne Perspektive geben, weil dann irgendwann auch mal Sense sein muss mit Angela Merkel. Aber wenn das nicht passiert, werden wir auch schwarz-grüne Perspektiven erwähnen müssen oder was man sich sonst noch vorstellen kann. Also da brauchen die Grünen jetzt eine Freiheit, aber bitte Abschied von diesen ideologischen Tabus, die irgendwie denken, sie könnten Wählermeinungen bestimmen oder in bestimmten Flüssen lenken. Das hat ja nun sichtlich nicht geklappt. Außerdem ist meines Erachtens die Linke nichts anders als der linke Flügel der SPD. Von mir aus könnten die sich auch wieder vereinigen, denn die SPD hat ja wesentliche Leute vom linken Flügel verloren. Aber sie können auch die Rolle spielen wie die CSU für die CDU, also die bayerische Variante der Konservativen. So kann die Linke auch mit ihrer starken Verankerung und ja auch bis in Regierung hinein im Osten also weiterhin links von der SPD sein. Die Grünen würden dann wahrscheinlich mehr Themen von Bürgerrechten, von Freiheit des Einzelnen, auch von Mittelstandsfragen aufnehmen, die teilweise jetzt bei der FDP sind. Aber das gäbe dann eine interessantere Perspektive, als immer etwas hochzuschwenken, was überhaupt nicht geht. Muss ich noch ein Stück spitzfindiger werden? Sie haben gesagt, die SPD hatte mal einen pazifistischen Flügel. Die Grünen doch auch, oder? Also ich kann mich, Sie waren bestimmt zu einer Zeit da schon in Amt und Würden, wo das noch eine Friedenspartei war. Aber wie geht es da perspektivisch weiter? Ja, das betrifft die bittersten Zeiten der Grünen auch für mich. Ich glaube aber, dass die Chancen jetzt nicht schlecht stehen. Also wenn schon Obama in seinem Kongress keine Mehrheit kriegt für einen geplanten Syrienkrieg, dann ist, glaube ich, inzwischen die Blamage dieser Strategie, Menschenrechte durch militärische Intervention von außen erreichen zu wollen,
auch bei den Befürwortern inzwischen klar. Das heißt, nicht aus den edelsten pazifistischen Motiven, aber doch durch Einsicht in die Erfolglosigkeit dieser Strategie, die ja eine Expansionsstrategie des Westens war. Also man kann besser da einmarschieren, wo man große Interessen hat und die darf man eben nicht nennen, sondern wo man sich moralisch dekoriert und dahinter die Interessen, die man hat, verschwinden. Das ist aber jetzt alles doch, finde ich, ein bisschen durchsichtig geworden oder wenn dann als Strategie enttäuscht. Und deswegen ist eigentlich auch, um das große Wort zu gebrauchen, welthistorisch die Zeit für Dialog und Entspannung gekommen, weil auch die westlichen Gesellschaften diese innere Militarisierung gar nicht aushalten. Ganz abgesehen davon, dass sie sich ja nicht nach außen nur wendet, sondern auch nach innen. Nach innen bedeutet es für Sie NSA? Na, auf jeden Fall. Ich bin ja immer noch fassungslos, dass ein so massiver Eingriff in die Rechte von allen, von jedem Einzelnen, so wenig Protest in diesem Land erzeugt. Aber das hat sicher auch ein bisschen damit zu tun, dass es keinen mobilisierenden Kern gibt. Also keine Partei, die sich an die Spitze gestellt hat von Demonstrationen, von Petitionen, von Boykottaufrufen und so weiter. Und dass man eine öffentliche Debatte darüber hatte, die sagte, ja, wundert euch das denn? Und die SPD war doch damals auch beteiligt, 2002. Und wer nichts sich zu Schulden hat kommen lassen, der muss doch auch gar nichts befürchten. Aber das ist natürlich so blauäugig und naiv, wie man heute als Staatsbürger nicht mehr sein darf. Denn gerade wenn man das koppelt mit den Plänen von Obama mit der Freihandelszone, dann heißt das, dass die in jedes Verbraucherverhalten, dass die in jede Wirtschaftsplanung hinein gucken können und damit tatsächlich also eine Möglichkeit haben, also das Verhalten der ganzen Welt zu blockieren oder strategisch zu lenken. Das ist eine so unfassbare Vision. Und es ist ja nicht nur gefährlich, was sie da alles sammeln, sondern wie sie es interpretieren. Ja, das heißt, mein Internetbild mit den Augen der Geheimdienste, das ist ja gar nicht mehr die Person, die ich bin, aber ich hätte dann auch null Möglichkeit, mich zu verteidigen, weil es ja überhaupt keine Kontrollinstrumente gibt. Also das ist so eine neue Dimension, dass wenigstens das Gefühl, Leute, wir müssen uns wehren, dass ich das erstmal verbreitern muss. Aber auch dafür brauche ich mein Cetrum Censeo. Es ist im Augenblick eine Opposition wichtiger als eine Regierung. Die interpretieren diese Daten, die Sie gesammelt haben, und dann können Sie reagieren. Und dafür haben Sie dann auch noch Drohnen. Das ist das Nächste. Wieso gibt es zum Thema Drohnen keinen Aufschrei innerhalb der Grünen? Ja, wenn ich das wüsste. Ich habe ja selber versucht, dazu mal so eine grundsätzliche Ausarbeitung zu machen. Bei der American Academy habe ich sie vortragen können, was ja immerhin am Hofe des Königs war. Auch die Debatte über die Drohnen geht nicht in die Tiefe. Also der Kernpunkt der Drohnenproblematik ist, dass sich damit der Krieg privatisiert und verewigt und dass wir nie wieder rauskommen. Und auf diesem Wege der Privatisierung und der Verewigung alles, was man an rechtlichen Errungenschaften in der Eindämmung und Einhegung des Friedens und der Gewalt zwischen den Völkern erreicht hat, einfach weggeschleift wird. Obama hat 5000 gezielte Tötungen, was ja eigentlich Mord ist, erlaubt durch Drohnen, nur auf Ratschläge von Geheimdienstleuten mit Überprüfung eines noch geheimeren Ausschusses. Das ist gegen das Völkerrecht. Und das muss man erst mal begreifen. Dann wird dagegen eingewandt, ja, eine Drohne hilft ja auch, unsere Soldaten zu schützen.
Was für ein schönes Argument. Also ich habe jetzt mal gesehen, im Vietnamkrieg haben die Amerikaner, ich glaube, 250.000 Menschen verloren oder sogar 350.000. Im ganzen Irakkrieg nur 136. Da begreift man, warum die modernen Kriege, wenn man sie moralisch in der Bevölkerung durchkriegt, so viel leichter zu führen sind. Weil man nicht mehr die Trauer über Menschen, weil man nicht mehr mit dem Einsatz eigener Menschen bezahlen muss, was ja immerhin nach den großen Kriegen eine Bereitschaft erhöht hat, zu sagen, wir wollen Friedensabkommen haben, wir wollen eine Genfer Konvention, wir wollen eine UNO, wir wollen internationale Gremien, die die Gewalt einhegen. Aber so müssten doch SPD und Grüne das thematisieren und nicht fragen, ob die Finanzmanöver im Verteidigungsministerium genau richtig gelaufen sind. Das war doch überhaupt nicht die entscheidende Frage. Die Frage ist, wollen wir in diese neue Etappe des militärisch-industriellen Komplexes und seiner Riesengeschäfte einsteigen oder sagen wir, nein, das wollen wir nicht. Und da sage ich wieder, Konzept, was mal ein Konzept der SPD war, Entspannungspolitik. Wir müssen runter von diesen Bewaffnungen. Nicht fragen, ob sie korrekt verbucht sind im Ministerium. Wenn wir einen Partner haben, der ausspäht, und Sie haben gerade gesagt, es ist Mord, was da mit dem Drohnen passiert, also einen ausspähenden Mörder als Partner. Jedenfalls ist der, den man da im Visier hat und dann natürlich immer zum Terroristen erklärt, in keinem rechtsförmigen Verfahren verurteilt worden. So kann man faktisch weltweit jeden, gegen den man was hat, als Ziel von Drohnen erklären. Und noch daneben gibt es die Riesengefahr, dass diese Drohne wirklich auch jedermann sich beschaffen kann. Dann kann jeder seinen Privatkrieg, wie das faktisch in der Innenpolitik ist, wenn man eine ganze Bevölkerung bewaffnet wie in den USA, dann kann er sagen, gegen den habe ich was, den will ich ausschalten, der ist ein Wirtschaftskonkurrent und ich schicke eine Drohne los. Das ist möglich mit den heutigen Zielsicherheiten und mit der Proliferation, die gar nicht mehr einzuhegen ist. Aber was machen wir stattdessen? Wir diskutieren also über Syrien und den Chemiewaffeneinsatz, wo doch die Kampfgasproduktionen in diesem Raum alle mal ursprünglich aus dem Westen gekommen sind. Das ist eine richtige Debatte. Chemiewaffen gehören geächtet, aber natürlich gehören auch diese privatisierten Drohnen geächtet. Jedenfalls sind sie nicht einfach Aufklärungsinstrumente, sie sind nicht ein Fernrohr, wo ich gucken kann, dass ich präziser treffe, sondern sie sind eine Kriegswaffe, die außerhalb von erklärten Kriegen benutzt wird. Ich bin gespannt, wie die Grünen sich da weiterentwickeln, in einem anderen Punkt auch. Also bei den Umfragen ist die Alternative für Deutschland AfD mittlerweile bei 6%, die FDP bei 3%. Was ist der Charme dieser FDP und was ist die Antwort der Grünen? Ich will vorwegschicken, ich will vorwegschicken, ein Parteikollege von Ihnen hat mir mal bei einem Kaffee erzählt, dass es ein Abkommen zwischen den Vorbundestagswahl-Parlamentsparteien gibt, dass man die AfD gemeinsam bekämpft und vor allem wegignoriert. Wovor duckt man sich da weg? Also erstens, von diesem Abkommen weiß ich nichts. Da gibt es auch immer so schnell so Kleinverschwörungstheorien und Gerüchte, die ja im Moment sowieso wabern. Aber ich möchte, bevor ich auf die Frage komme, doch noch eins sagen. Wenn es nicht zu einer Minderheitenregierung kommt, gäbe es ja auch noch die Möglichkeit von Neuwahlen. Und alle denken immer, davor müssten wir wahnsinnig große Angst haben. Ich glaube aber, diese Angst hat Angela Merkel auch, weil nämlich genau das passieren würde. Die AfD würde reinkommen und die FDP würde nicht reinkommen, es sei denn, die CDU macht eine große Zweitstimmenkampagne. Und wenn die CDU eine große Zweitstimmenkampagne macht, dann geht das von ihrem eigenen Fleisch ab und wird Angela Merkel nicht mehr diese Riesenergebnisse haben. Also so viel nur zu dem, ob man Angst haben muss vor irgendwelchen Perspektiven. Ich finde, man muss im Moment vor gar keiner Perspektive Angst haben, auch als Grüner nicht.
auch als Sozialdemokrat nicht, viel tiefer kann man eigentlich nicht sinken. Man kann eigentlich nur durch neue Leute, neue Konzepte und einen neuen Kampfeswillen was gewinnen. Wer nicht kämpft, findet sowieso keine Zustimmung. Und Angela Merkel ist nicht auf ewig unbesiegbar. Das gibt es einfach nicht in dieser Welt. So, das dazu jetzt zur AfD. Die AfD ist stark, interessant ist ja, dass sie von allen Parteien Stimmen bekommen hat. Zum Beispiel auch von den Linken. Das heißt, sie hat Teile einer Konzeptpartei, weil sie letztendlich der einzige Träger der Kritik dieser Euro-Rettungspolitik war. Und sie sammelt Proteststimmen von Leuten, gerade auch aus dem konservativen Bereich. Ich halte ja viele linken Wähler auch eigentlich für Konservative. Die sind sozialistisch konservativ, aber gesellschaftlich natürlich auch konservativ. So, das sammeln sie. Das muss man so lange fürchten, wie man nicht selber an einem Konzept, einem alternativen Konzept zu diesem Euro-Rettungskurs arbeitet. Und dann ist es ein Wettbewerber unter anderem, den muss man nicht ignorieren, den muss man aber auch nicht grandios überdämonisieren, sondern da muss man gucken, dass man sich selber verbessert. Und das ist nun einfach eine Misere der von SPD und Grünen, dass sie in diesen letzten 4 Jahren ja eigentlich immer nur Angela Merkel abgefordert haben. Sie muss noch ein bisschen mehr tun und es muss noch ein bisschen moralischer sein. Aber dass sie eine Alternative nicht aufgemacht haben, also das, was sie am Anfang gesagt hat, das brauchen wir am dringendsten. Und es gibt doch Möglichkeiten, diese Alternative zu denken. Also Sonderwirtschaftszone, Parallelwährungen, vor allen Dingen nie wieder Retten von Spekulanten und Banken. Bankenkontrolle. Einiges ist da ja im Wege, aber daraus kann man ein Paket machen. Aber man hat in der Vergangenheit nicht gemerkt, dass man dem Satz von Angela Merkel, das ist alternativlos, wirklich widersprochen hat. Man hat gesagt, nichts ist alternativlos, aber man hat keine Alternative geboten. Ist irgendwann dieser Unterschied zwischen dem Euro und Europa so verschwommen, dass jeder Angst hat, Euro-Alternativen zu suchen oder Kritik zu üben, danach nicht als Anti-Europäer abgestempelt zu werden? Das ist der große intellektuelle Mangel der nicht stattgefundenen Opposition, den Satz, stirbt der Euro, stirbt Europa, akzeptiert zu haben. Der Satz ist falsch, war immer falsch, wird auch falsch sein. Europa gab es früher. Europa ist nicht identisch mit dem Euro. Die Europolitik ist allerdings identisch mit dem Umgang nach 1990 mit der DDR. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, das war eigentlich das physikalische Laboratorium für Angela Merkel. Sie hat gesehen, was hat man gemacht mit der DDR? Man hat sofort gegen den Rat aller Experten, Köhl, Bundesbank hat davor gewarnt, die Währung von einem Tag auf den anderen angeglichen, mit dem Ergebnis, dass alle Produkte, die in der DDR produziert waren und natürlich an Ostblockstaaten gingen, von einem Tag auf den anderen 500% teurer wurden. Damit war die ganze DDR-Wirtschaft abrasiert, selbst wenn sie reformfähig gewesen wäre. Und die Leute sind dann zu den Arbeitsplätzen gegangen, nämlich in den Westen. So, das heißt, es geht nicht, ein unterentwickeltes Wirtschaftssystem per Währung mit dem anderen gleichzusetzen. Das macht einen Riesentriumph für das bessere System aus, weil wir haben Arbeitsplätze und einen riesigen Markt, der ihre Produkte kauft. Genau diese Methode haben wir jetzt eigentlich auf den Euroraum übertragen. Das heißt, Wirtschaften in Spanien, Portugal, Griechenland, Zypern, die mit uns gar nicht konkurrieren können, dieser Währung ausgesetzt, damit ruiniert und ihnen null Chance gegeben, dass sie an uns herankommen können. Und das ist der große Denkfehler von Angela Merkel. Im Verhältnis BRD, DDR ging das, weil man sagen konnte, deutsche Einheit da, schaffen wir jedes Jahr 200 Milliarden rüber, was wir auch getan haben in Sozialsystemen und so, damit die konsumieren konnten.
Aber auf Euro-Ebene, wenn man das hochrechnet, dann müssten wir viele tausend Milliarden rübergeben, damit das so klappen könnte. Das kann nicht klappen. Und deswegen muss man sagen, dann muss man denen Möglichkeiten geben, entweder einen Marshallplan oder eine Sonderwirtschaftszone oder die Möglichkeit von Parallelwährung, dass sie sich entwickeln können, bis sie diese Augenhöhe zu uns erreichen. Und ich habe diese Debatten von Professor Sinn gehört und dem einen oder anderen aus der AfD, aber nicht aus unseren eigenen Reihen. Und dabei finde ich, ist doch einigermaßen verständlich. Und das war der Denkfehler von Angela Merkel, zu sagen, ich blase mich auf, sozusagen als die Kohlfrau Europas, und mache das genauso und sagt, wir sagen euch mal, wie ihr euch entwickeln müsst, aber denen dann nicht diese Gelder zu geben, weil das würde sie ihnen politisch nicht durchkriegen. Und das ist ja das, was jetzt spannend ist in der nächsten Zeit. Was wird da kommen? Kommt, also man kann allerdings auch gerade mit wirtschaftlichen Bluffs eine ganze Zeit lang sich halten. Es gibt diesen psychologischen Faktor, dass auch insbesondere die Börse und die Märkte nach psychologischen Daten, nach dem Gefühl von ich verbreite Sicherheit, alle Sparkonten sind sicher. Das stimmte ja damals gar nicht, aber man kann damit eine Wirkung erzielen. Aber ich glaube nicht, dass Angela Merkel das auf ewig durchhalten wird. Weil ein bisschen Materie ist ja nun auch noch in diesen Märkten und in diesen Spekulationen drin. Und die wird man da mal eine Bilanz haben. Aber es kann noch ein bisschen dauern, aber nicht mehr sehr lange. Und auch da möchte ich, dass diejenigen, die diese Politik wollten, die sie mit aller Macht und mit aller Medienbegleitung durchgesetzt haben, dass die irgendwann auch mal die Verantwortung dafür übernehmen. Jetzt haben Sie Angela Merkel angesprochen, aber es war auch ein neoliberaler Kurs der Grünen und es war auch der Seeheimer Kreis der SPD. Nicht alle Grünen sind neoliberal. Das stimmt einfach nicht. Es gibt bei den Grünen unterschiedliche, aber es gab Grüne, die diesen neoliberalen Illusionen angehangen haben. Und es gab, glaube ich, eine Mehrheit letztendlich dafür, trotz aller gegenteiligen Worte in der Führungsspitze der SPD und insbesondere im Seeheimer Kreis, dass es war. Sie waren jetzt am Wochenende beim kleinen Parteitag der Grünen. Das will ich jetzt abschließend fragen. Wie ist es, wenn man da hinkommt in diesen Raum, in welcher also Sie haben ja alle Höhen und Tiefen dieser Partei miterlebt, Sie kommen da rein. In was für einer Verfassung sind die Grünen im Moment, Ihrer Meinung nach? Also erstens sind sie nicht untereinander zerfleischt, trotz des kleiner werdenden Kuchens, das ist schon mal ganz gut. Zweitens haben Leute Verantwortung übernommen mit ihren Rücktritten, das finde ich auch ganz gut. Ich glaube, dass der Generationenwechsel ist einfach überfällig. Das habe ich ja schon 2005 mal Jürgen Trittin gesagt. Die neuen Leute, die kommen, die brauchen noch Zeit. Also auch aus dem Grunde wäre ich im Moment gegen ein schwarz-grünes Konzept, weil also für so ein Ding, einen solchen Gewaltakt, die ganze Grüne Partei auf eine Perspektive umzudrehen, die sie nie gehabt hat, und dann in dieser Konstellation und in dieser wirtschaftlichen Situation, mit Verlaub, da sind wir noch Leichtmatrosen. Und das muss man auch nüchtern und realistisch einschätzen. Also von daher brauchen wir für die Öffnung der Perspektive brauchen wir mindestens 4 Jahre. Wir brauchen sie auch für den Aufbau von jungen Personen. Aber ich finde, die Aufgabe ist jetzt wenigstens klar. Und dass es nicht weiter so geht, ist klar. So, die Tonlage auf diesem kleinen Parteitag war schon ein bisschen depressiv, auch ein bisschen wehmütig. Man hat sich von gewohnten Gesichtern verabschiedet, die gehören ja faktisch zur Familie der Republik, Claudia Roth und so weiter. Und das ist immer bei den Grünen, wenn die Medien sie hochschreiben, platzen sie vor Selbstbewusstsein, wenn die Medien sie runterschreiben, sind sie ganz besonders zerknirscht. So eine mittlere Gefühlslage wäre mir oft ein bisschen lieber, weil sie auch realistischer ist. Also wie gesagt, die Hauptfehler waren nicht der Wedge-Idee, das ist doch lächerlich.
Einen Tag später sehe ich in der ARD einen Bericht, 15% der Deutschen möchten gerne Vegetarier sein. Also das hätte ja für die Grünen gereicht, wenn uns alle Vegetarier gewählt hätten. So, also das heißt, wir haben diese Medienbilanzen ein bisschen zu sehr übernommen, und aber mit Abstand wird man vielleicht auch eigene Analysen haben und dann neue Perspektiven entwickeln. Aber wir werden die nächsten 4 Jahre mit diesem Land nicht untergehen. Und wenn wir endlich wieder Gedankenfreiheit haben und wenn wir endlich wieder an Konzepten arbeiten, wenn wir endlich wieder die Straße mobilisieren für die richtigen Dinge und die Leute mit den richtigen Diskussionen beschäftigen, die warten doch darauf, dann ist es okay. Ja, Frau Vollmer, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sitzen, ich glaube, bei Ihrem Lieblingsitaliener hier. Jedenfalls dem, der bei mir am nächsten ist. Also Sie waren jetzt noch beim Parteitag. Wie ist es eigentlich? Wollen Sie nicht oder können Sie sich nicht entspannen? Oder was treibt Sie dann noch in all diese Themen und zu diesem Parteitag und Drohnen und NSE und so weiter? Also es treiben Sie mehr Dinge um, als, wie ich finde, Ihre Partei. Ja, das ist... Das kommt aus der Situation, wenn man morgens am Frühstückstisch die FAZ liest, die ich ja immer noch lese, weil ich denke, dann bin ich am meisten über die gegnerischen Kräfte informiert. Und ich natürlich meinen alten Kopf noch habe, der sagt, was haben die vor, wohin steuern die? Und ich immer denke, wo sind denn meine Leute? Das müssen die doch genauso sehen, genauso kritisch. Aber es ist nicht mehr mein Spiel. Also nur wegen der Parteien würde ich mich nicht mal melden. Es ist der gesellschaftliche Zustand, dass auch nirgendwo von Intellektuellen, in den Zeitungen Debatten sind. In den Zeitungen sind Kampagnen zu Kleinstthemen. Aber es sind keine großen Debatten über solche großen Konzepte. Und das muss doch eigentlich jeder begreifen, dass wir jetzt in einer Zeit sind, in der sich so viel grundsätzlich ändert und in der sowohl der Neoliberalismus als auch der westliche Triumphalismus nach 1990 an die Grenzen kommen, auch nicht mehr wirkungsvoll sind, schon gar nicht mehr politisch überlegen oder befreiend oder emanzipatorisch, dass doch dieses Bedürfnis, Leute, fangt doch mal an zu denken und überlegt euch Alternativen und Auswege, dass das, glaube ich, doch das Bewusstsein von ganz, ganz vielen Leuten ist. Das ist ein schönes Schlusswort. Deswegen will ich Sie nicht verärgern, obwohl Sie mir eine Vorlage gegeben haben mit den Gegner kennen in der FAZ. Ich finde, man kann ihn jetzt auch woanders sehen, wenn Nikolaus Blome jetzt beim Spiegel landet. Aber vielleicht das mal. Diese Art von hoffähig werden und bürgerlich akzeptiert werden der Bild-Zeitung, das ist ein spezieller Kampf, den ich mir lange vorgenommen habe. Und es scheint so, als ob ich ihn immer wieder verliere, aber auf lange Sicht geht das nicht. Der Boulevard kann nicht auf Dauer mit seinen Kampagnen dieses Land regieren. Und er kann auch nicht die erste Lektüre der Regierungschefin sein. Das ist demütigend. Übrigens fand ich auch demütigend, diese Szene, es wird ja immer in Bildern, also dass man den Kurs des Landes an der Halskette abliest, dass Angela Merkel nach einem triumphalen Sieg in ihrem Raumschiff CDU sitzt, Klack höre auf allen Rängen und dann sagt, ja, heute Morgen vom Kleiderschrank, da habe ich mir überlegt, blau war gestern, tiefrot geht nicht, grün geht nicht. Dann habe ich mich für neutral entschieden, das heißt, also die Königin sitzt auf ihrer Titanic und signalisiert durch ihr Fähnchen, was sie schwenkt oder sich auf den Leib hängt, wer ihr nächster Favorit ist. Das ist doch demütigend für das ganze Land. Man kann mal witzig sein, aber in so einer Situation, finde ich, ist es ein Witz, der einem bitter im Halse stecken bleibt. Doch ein schwieriges Ende. Dankeschön.
Antje Vollmer, für dieses Gespräch. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Es gibt Alternativen, nämlich Neues aus der Anstalt. Urban Priol und Erwin Pelzig haben aufgehört. Der neue Anstaltsleiter ist mein nächster Gast, Max Uthoff. Bis zum nächsten Mal.